Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft in einer neuen Kurzaufnahme. Ich mache in letzter Zeit zu viele Kurzaufnahmen. Ich weiß gar nicht warum. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich zwischendurch zu viele Projekte laufen hatte und wir dauernd irgendwo anders zu Gast waren. So, nicht sein mussten, sondern tatsächlich waren. Es gab da ja verschiedene Gerüchte, dass wir hätten irgendwo hin müssen. Vertraglich mussten wir dann in irgendeine Show und bla bla bla. Und nein, so war es ganz und gar nicht. Ach, sieh mal einer an. Jetzt kriegen wir hier unten auch Besuch. Ich muss mal ganz kurz gucken. Unser Eisenbrustpanzer hält nicht mehr ganz so lange. So, ansonsten ist hier unten aber clean. Ich wollte eigentlich gar nicht gucken. Ich wollte hier dann eigentlich weitermachen. Die Decke müssen wir noch auskleiden. Da hinten müssen wir die U-Bahn noch weitermachen, dass sie nach unten führt. Und da hätte ich ja gerne immer noch diesen Jump. Und hier oben wurde ich gebeten. Hier oben wurde ich gebeten. Wie komme ich da jetzt hin? Ich mache mal ganz kurz den hier. Haben wir noch eine Schaufel dabei? Jawohl, einige sogar. Dann mache ich das mal gerade eben. Hier oben wurden wir nämlich gebeten. Ist ein bisschen laut gerade. Hier oben wurden wir gebeten, ob wir hier nicht, wenn wir sowieso schon bis zum Wasser dort vorne bauen, ob wir da nicht so eine Art Glaswand machen können, um dann quasi, naja, da rauszuschauen in den See hinein. Und genau das war nämlich auch der Plan. Genau das wollte ich auch machen. Ich wollte tatsächlich da eine kleine Glaswand. Wo kann ich denn hier noch? Wir werden auf jeden Fall unter Wasser bauen müssen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall gucken müssen, dass uns hier nicht dauernd alles vollläuft und so weiter. Und genau das wird wahrscheinlich passieren. Aber bis dahin graben wir ja einfach mal alles weg. Das wird schon irgendwie werden. So, und das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, auch wenn es jetzt wieder ein paar Tage her ist. Es war ja quasi am vergangenen Montag, jetzt, wenn die Folge frisch rauskommt, wenn die Folge schon ein paar Tage da ist, wird es vielleicht schon ein anderer Montag gewesen sein, aber wir waren ja bei TV Total und da gab es ja verschiedentlich, man muss es einfach mal sagen, ich muss jetzt mal ganz kurz die Musik bei mir hier auf dem Ohr leiser machen. Kann ich das ganz kurz so? Wird bestimmt auch im Spiel leiser jetzt, wenn ich in der Aufnahme leiser, wenn ich das so mache, ne? So, muss ich gerade mal machen, damit ich hier nicht alles überschreie. Auf jeden Fall war es da so, naja, es gab hier und da einen kleinen Shitstorm Herrn Raab gegenüber, dass er uns wohl scheiße behandelt hätte und dass er wohl gelangweilt gewesen wäre, unvorbereitet und so weiter. Jetzt muss man aber dazu sagen, vergesst nicht, es war natürlich TV Total, wir wussten ja, worauf wir uns eingelassen haben. Erstens mal, wir mussten nicht hingehen, es war kein Zwang oder sonst irgendwas. Die Stocker-Challenge haben wir ja abgesagt, aus Zeitgründen. Und dann sind wir halt dahin, die Redaktion war wohl angeblich etwas neugierig geworden, gerade weil wir abgesagt haben. Und deswegen haben wir gesagt, komm, das kriegen wir noch irgendwie hin, das müssen wir noch irgendwie einschieben können. Und, naja, dann sind wir halt hin und das Ding ist einfach, natürlich werden wir da nicht behandelt wie irgend so ein, ich weiß nicht, wie so ein Justin Timberlake oder wenn da ein Eminem sitzt oder was weiß ich wer. Natürlich nicht. Man muss ja immer bedenken, wir sind hier Let's Player, hier auf YouTube hängen wir halt rum. Oder wir sind generell nicht nur Let's Player, sondern wir sind halt YouTuber, wir sind halt im Internet. Wir sind ja halt so eine Nischenbesetzung. Das wird zwar irgendwie immer offener und immer bekannter und tralala, aber man muss sagen, wir sind trotzdem eine Subkultur für sich sozusagen. Muss man einfach sagen. Wir sind eine Subkultur, die wächst natürlich irgendwie von Jahr zu Jahr und ist momentan in einem rasanten Tempo, das man nie hätte vorhersehen können. Aber wir sind einfach eine Subkultur. Das ist einfach so. Wir sind nicht anerkannt wie das Fernsehen. Wir sind nicht anerkannt wie eine Zeitung oder sonst eine etablierte Medie. Wir sind einfach hier in unserem geschlossenen Kreise aus meistens jungen Menschen und einige Erwachsene sind ja auch dabei. Einige jung gebliebene Erwachsene meistens. Die halt, naja, mit dem Thema auch umgehen können oder mit dem Thema aufgewachsen sind inzwischen. Aber eine Generation über uns, da war das halt noch nicht so mit dem Internet und Pipapo und tralala. Da ist man halt noch nicht so firm damit. Das muss man einfach sagen. Und deswegen ist es völlig okay, wenn, also ganz ehrlich, da ist es völlig okay. Und damit haben wir auch gerechnet, dass wir quasi nicht behandelt werden wie sonst irgendwer. Das ist ja auch okay so, ganz ehrlich. Wir sind ja irgendwelche Laffel hier. Und wir sind ja jetzt nicht irgendwie Beyoncé oder was weiß ich, um nochmal, oder um was Deutsches zu sagen, wir sind halt nicht die Ärzte oder ich weiß nicht, wer da noch alles so bekannt ist. Ist halt so ein bisschen schwierig, das
einzusehen natürlich, weil man immer denkt irgendwie, ja, das ist ganz wichtig oder ja, wir kennen das, für uns ist das alles selbstverständlich, für andere aber nicht, das muss man natürlich auch mal sehen. Und dass der Herr Raab dann ein bisschen unvorbereitet ist bei Thema Let's Plays, ganz ehrlich, das kann ihm keiner verübeln, wenn er da jeden Tag eine Sendung stemmst oder was weiß ich, alle zwei Tage eine. Je nachdem, wie der Aufnahmezyklus ist, das weiß ich natürlich nicht. Wenn du sowas machst, dann ist es natürlich so, dass du dich nicht immer in alles einarbeiten kannst, schrägstrich auch nicht willst, ganz ehrlich. Also wenn ich da irgendwie meine Interessen ganz woanders gehabt hätte, dann hätte ich auch keine Lust, mich da irgendwie großartig... Natürlich ist es der Job, pipapo, aber es reicht ja, sich da marginal drauf vorzubereiten. Es reicht ja. Es hat ja auch gereicht. Natürlich waren die Fragen dieselben, aber ganz ehrlich, das ist ja normal auch bei jedweden Medien, weil sie versuchen es natürlich den Leuten zu erklären, die Let's Plays eben nicht kennen, die damit keine Berührungspunkte haben, so wie wir halt alle. Das ist ja normal. Die müssen es ja quasi auch Hans und Franz erklären. So, und deswegen, da darf man nicht zu viel reininterpretieren, da darf man nicht zu viel drauf geben. Und ich denke irgendwie, und natürlich, wenn er da bei der Eröffnung irgendwie seinen Jokus macht, ja, wenn man sonst nichts hat, natürlich, also Leute, wir reden hier über Stefan Raab, wir reden hier nicht über das Nachrichtenjournal. Damit war doch zu rechnen, da fühlt sich auch keiner beleidigt, da wurde auch niemand fertig gemacht. Und ganz im Gegenteil, ich finde sogar, wir waren relativ souverän. Das Reden habe ich diesmal größtenteils Herrn Sacharzer überlassen, das war auch völlig in Ordnung so. Und, ganz ehrlich, ich fand den Auftritt jetzt nicht sonderlich schlimm oder, also gerade auch für die Let's Play-Szene war das jetzt nicht irgendwie ein Todesurteil oder, wir wollten, na gut, die Ausschnitte hätte man besser wählen können, das stimmt schon, die hätte man wirklich besser wählen können, aber ich glaube, das war eine Sache, die war, sag mal, bist du bescheuert? Jetzt greift auch noch mein Hund an. Du bist doch da, ne? Gott sei Dank. Kommt der hier zu mir nach Hause und schlägt mich tot? Ich glaub's ja nicht. Na jedenfalls, das war so eine Sache, damit war zu rechnen, weil der Herr Raab macht immer Späße über Gäste. Das ist, oh, der Hund heult, da geben wir mir nachher mal ein Stück Fleisch. Und die Ausschnitte jedenfalls, die hätte man natürlich besser aussuchen können. Ich weiß nicht genau, woran es gehapert hat. Ich glaube, das war eine Sache... ich weiß nicht, wie ich das... Ach komm, bin ich mal einfach offen damit. Ich glaube, das war so eine firmeninterne Querelei, sage ich mal. Es lagen ja auch Ausschnitte aus LPT XXL vor. Und ganz ehrlich, bei GTA Online dann irgendwie den Ausschnitt zu nehmen, wo immer nur Fuck und Scheiße gesagt wird und sonst kaum was, weil man konzentriert war, war vielleicht nicht sonderlich glücklich. Aber ich glaube, das war einfach so eine Sache, das hat man tatsächlich bewusst so gemacht. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war... Naja, aber es ist ja auch nicht weiter wild, ganz ehrlich. Also ist jetzt nichts Schlimmes passiert oder so. Das mit dem Tanzen, gut, es war kein Let's Play, es war halt Last Man Standing. Ein ganz, huch, da war gerade irgendwie grün. Ein ganz anderes Format, so gesehen. Ach komm, Hundi, ich geb dir mal hier, ne? Und ich esse auch mal gerade. So, dir geht's aber wieder gut, ne? Das ist die Hauptsache. Super. So, ich muss hier nochmal ein bisschen mehr Licht reinballern überall. Hundi, komm mal mit. Setz dich mal... Hundi! Komm her! Hundi! So. Und für Leute, die sich beschwert haben, warum zum Beispiel das mit dem Kürbis so lange zu sehen war und wir im Endeffekt 10 Minuten... Und ja, unsere Screentime war es quasi 10 Minuten mit ein bisschen Werbung zwischendurch. Für die Leute, die sich darüber wundern, das liegt natürlich einfach daran... Mit dem Kürbis kann jeder was anfangen. Wir saßen hinten in diesem Vorbereitungsraum da, wo die Leute alle rumsitzen, wenn sie nicht gerade irgendwie VIPs, also richtig VIPs sind halt, ne? Da gibt's noch VIP-Räume, aber wir saßen da im Vorbereitungsraum und da kannst du so auf den Fernseher gucken, die aktuelle Sendung. Und ich muss sagen, ich habe den Kürbis ja auch gefeiert. Der war ja auch echt riesengroß, muss man einfach sagen. War schon ein Phänomen für sich und war ja auch Europameisterschaft, also war schon ein ordentliches Ding. Da darf man auch nicht mosern, wenn der mal ein bisschen länger gezeigt wird, weil der war ja tatsächlich gar nicht mal so unspannend. Ich würde jetzt kein abendfüllendes Format daraus machen. Uah, das war falsch. Ich darf die Erde dann nicht wegräumen. Wir müssen gleich mal gucken, dass wir hier unter Wasser irgendwie bauen. So. Naja, jedenfalls, alles im Allem war es eigentlich... Huch! Scheiße. Nein, alles im Allem war es nicht scheiße, alles im Allem war es eigentlich relativ lustig. Und man muss dazu sagen, wir hatten den Tag auch noch Glück im Unglück. Wir waren ja geladen, ich weiß gar nicht,
wie viel Uhr wir da waren, sein sollten, das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Irgendwie ist ja schon wieder eine Woche rum. Passiert da so viel momentan? Siehst du, ich gehe auch nicht vorbereitet in die Sendung hier. Naja, jedenfalls, es war jedenfalls so, dass wir da hin wollten. Wir haben uns vorher noch alle zum Essen getroffen, wollten noch einen schnellen Happen speisen bei Costa. Und dann war es so, ich gehe hier nochmal ein tiefer. Ja, ich glaube, ich gehe noch ein tiefer, das wollte ich ja machen. So, dann war es jedenfalls so, dass wir dann ein Taxi genommen haben, hatten noch ein bisschen Zeit. Dann haben wir das Taxi genommen zum Sendestudio, ins Sendestudio. Alter, verarsch mich doch nicht, Junge. Das ist schon wieder der gleiche. Was ist denn da nur los? Ich hab doch hier... Hier ist doch eigentlich ausgeleuchtet. Auf Holz spawnen die noch nicht, dachte ich. Ach, Alter. Hier ist alles hell erleuchtet, die spawnen ja trotzdem. Vielleicht sehe ich das hell erleuchtet einfach zu hell erleuchtet. In Wahrheit ist es gar nicht so hell. Kann ich mir gerade keinen Reim drauf machen. Ich hoffe jedenfalls, wir haben hier bald alles. Hundi, ich kann dich ja gerade leider nicht brauchen. Bogenschütze! Hundi! Komm her! So. Machst du Sitz auf der Treppe, ne? Bist ein guter Hund. So. Papa muss ja weiter ausschachten. So. Mach ja mal ganz kurz, das geht mir gerade auf den Zwirn so ein bisschen. So, wo war ich gerade stehen geblieben? Das hört sich mal an wie Last Unicorn. Ich will mal anfangen. When the last mountain dies. Nee, when the last mountain dies? Ich weiß es gar nicht mehr. When the last blabla dies and the last mountain crumbles. Naja, jedenfalls, ach ja genau, wir wollten da hin und haben ein Taxi genommen, hatten eigentlich noch massig Zeit, standen plötzlich im Stau und da war, das Sendestudio ist in Köln-Mülheim und da gibt es so eine Brücke nach Mülheim und da war alles komplett dicht und wir standen halt mega lang im Stau mit dem Taxi, und zwar so lange, dass wir irgendwann haben wir gezahlt den Weg bis dahin und sind einfach ausgestiegen, mitten im Nirgendwo und, da war zum Glück eine Straßenbahnhaltestelle und gerade als wir aussteigen wollten, fing natürlich der Wolkenbruch an, das heißt, wir waren dann erstmal völlig im Wasser irgendwie. Dann standen wir an der Straßenbahnhaltestelle und mussten dann die letzten Station mit der Straßenbahn fahren. Sogar schwarz, aber pst, das gebe ich nicht zu. Hardcore-Gangster-Life, weißt du? Thug-Life und so. Naja, jedenfalls sind wir dann einfach mal mit der Straßenbahn zu TV Total gefahren. War auch schön. Kann man auch mal machen. So. Ach ja. Und sind wir eigentlich zu spät gekommen. Da sind wir tatsächlich zu spät gekommen, aber... Den Tag hat sich eh alles so ein bisschen verzögert, sodass die mit den Vorbereitungen auch erst irgendwie eine Stunde später angefangen haben. Da hat man Glück im Unglück. Laut Regieleitung ist das wohl schon ewig nicht mehr passiert. Naja, und als man dann rauskam, das wurde man ja auch noch öfter gefragt, als man rauskam, war man tatsächlich nervös. Ich meine, das ist ja immerhin wirklich eine Instanz das ist ja die Instanz im deutschen Fernsehen, TV Total. Bei aller Bescheidenheit muss man einfach sagen... Egal, ob man die Sendung mag oder nicht mag, das bleibt ja jedem selbst überlassen, aber man muss einfach sagen, das Ding läuft seit 14 Jahren, das Ding läuft also so lange, dass einige der Zuschauer noch gar nicht geboren wurden, als das Ding lief. Huch. Und das ist halt echt meine Hausnummer, das musst du erstmal schaffen, 14 Jahre, alter Schwede. Und das kommt mir ehrlich gesagt gar nicht so lange vor, ich erinnere mich ja noch an Vivasion-Tage damals mit Kuhflicken auf der Hose und sowas, also mit Lederflicken auf der Hose. Bei Herrn Raab und mit lustiger Brille und so, aber das sind ja alles schon, das liegt ja lange zurück, lange zurück. Mann, 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 Mann. Naja, jedenfalls, da war man am Anfang, als man rauskam, war man doch ein bisschen nervös. Vor allen Dingen, die größte Sorge hat man sich tatsächlich gemacht, dass man sich ja nicht auf der Treppe auf die Fresse legt. Das wäre so das Unglücklichste, was eigentlich passiert. Ist das schon mal jemandem passiert? Ich weiß es gar nicht. So irgendwie da stolpern oder so? Weil wenn man die nicht gewohnt sind, die Stufen sind schon relativ schmal. Meine Füße sind schon relativ stabil, also sind großzügig gebaut, sage ich mal. Und, naja, da musste man schon so ein bisschen aufpassen. Aber als man dann erstmal saß, da ging's. Und man muss auch sagen, die Ledersessel da sind verdammt bequem. Die sind verdammt bequem. Kann man's echt drin aushalten, muss man sagen. Und da fragt man sich natürlich, wer hat da schon vorher drin drauf gesessen? Und die Frage ist auch, dann fragt man sich auch, hat da schon mal jemand, sagen wir es beim Namen, hat da schon mal jemand von den ganzen wichtigen Gästen einfach draufgefurzt auf diese Ledersessel, mitten in der Sendung, einfach so einen stehen lassen. Oder, stell mal vor, da geht so ein Sendegast, ne, da kommen ja mal so drei Gäste pro Sendung. Und stell mal vor, da geht einer und lässt
im Gehen, man schüttelt ja noch kurz die Hand, bevor man die Treppe wieder hochgeht, und der lässt dann da nochmal, da echt nochmal so einen Pfund stehen. Hat irgendwie Burritos gehabt und eine mexikanische Bohnenpfanne und was weiß ich, und lässt dann da nochmal irgendwie so richtig so eine Marke stehen. Aua, huch. Ich meine, wie reagierst du denn dann so als Moderator? So einer Position, ich meine, was machst du dann so als Stefan, wenn du da stehst und da hat einer deiner Gäste gerade noch so einen Duft, so eine Duftmarke hinterlassen? Dann stehst du ja auch so vor der Kamera und dann... Oh, puh. Das musst du ja dann professionell überspielen. Wie mies eigentlich. So, jetzt haben wir hier... Miep, 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 miep. Jetzt haben wir hier alles bis auf den Scheiß da quasi ausgehebelt. Und jetzt müssen wir theoretisch noch einen tiefer gehen. Hier nämlich... So, der Raum geht bis hierhin. Na, das wird ja schwierig, weil wir den Raum da drunter ja auch gleichzeitig bauen. Hier ist das Wasser, hier kommt das Wasser schon durch. Und hier oben ist die Erde quasi, die auch da bleiben muss. Wir müssen also quasi eine zweite Decke machen unbedingt. Das heißt, das Ganze muss echt reingehen hier. Scheiße. Ich finde es übrigens interessant, muss ich mal sagen, das ist ja bei den Medien immer so, die fragen ja immer nach dem Geld. Immer, immer, immer wird nach dem Geld gefragt. Und das machen tatsächlich auch einige User des Öfteren oder vor allen Dingen halt... es wird oft gefragt, wie viel verdient ihr denn damit? Warum ist das denn eigentlich so ein wichtiges Thema geworden, sag mal? Wird man daran irgendwie gemessen oder ist das irgendwie wichtig? Das habe ich so ehrlich gesagt noch nie erlebt, auch nicht im Freundeskreis oder sonst irgendwo. Warum ist das denn je mehr, es scheint so ein bisschen so, das muss man ja mal sagen, aber je mehr man in der Öffentlichkeit steht, und das tut man ja gewissermaßen, sonst wäre das öffentliche Interesse ja nicht irgendwo da, je mehr man da steht, desto mehr interessieren sich immer für Geld. Warum? Was ist denn bloß an diesem Scheißgeld so wichtig? Das verstehe ich halt nicht. Und warum war das vorher nicht so ein großes Thema, als man noch irgendwie weniger Abonnenten hatte? Warum wird das jetzt erst so ein großes, wichtiges Thema? Dass das auch ständig in den Kommentaren diskutiert wird. Und da muss man mal sagen, das sind ja dann auch diese Leute, die dann irgendwie sagen, ich will jetzt nicht schon wieder mosern oder sonst irgendwas, aber es sind ja dann die gleichen Leute, die sagen, nur fürs Geld, die sich wiederum selber nur fürs Geld interessieren. Weil für die ist doch Geld ein Thema. Und es ist ja ganz egal, wie oft man das erwähnt, es wird ja trotzdem nicht zugehört, die Leute wollen sowas ja auch gar nicht hören, wie man nur die Kohle verdient, wie das nur läuft mit dem Partnerprogramm. Das wollen die Leute gar nicht hören, die wollen einfach ihre eigenen Wahrheiten da gehört haben. Und naja, da lass er halt mal. So, das aber nur ganz kurz am Rande. Ich frage mich das halt nur immer wieder, weil das bei den Medien ja auch immer so ist. Ja, wie viel Geld? Es ist immer die Standardfrage. Wie viel verdient man denn? Wie viel verdient man denn? Ja, wie viel verdient man denn? Wollen die Moderatoren da alle weg? Wollen die alle YouTube machen oder was? Sucht er Zukunftsperspektiven? Dann sag doch einen Ton. So, warte. Das muss raus. Ganz ehrlich, das fragt man auch nicht umgekehrt. Wie viel verdienst du hier beim Sender? Das macht man doch nicht. Hey, ein Schleim. So sehen die hier aus. Süß. Hätte man vielleicht mal fragen sollen. Verdammt, jetzt im Nachhinein fällt einem immer das Gute ein.